Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend im Kreisky-Forum. Vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, zu diesem interessanten Abend. Ich möchte kurz zur Einleitung sagen, wir haben ein ständiges Format, das den meisten oder vielen bekannt ist, aber ich sage es trotzdem immer am Anfang, damit man sich auskennt. Wir zeichnen auf für W24, das bedeutet, wir haben 55 Minuten, wo ich Rede und Antwort mit dem lieben Vedran Cic machen werde und danach öffne ich dann für Fragen aus dem Publikum. Wenn das Format gebrochen wird, hat es den Nachteil, dass man im Fernsehen nichts versteht von Ihren Fragen und daher sollten wir uns bitte daran halten. Ich binde dann sozusagen ab und dann öffnen wir für das Publikum. Vielen Dank. Ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Vedran Cihic, der in Österreich schon viel Bekanntheit hat, auch in seiner Heimat Bosnien viel Bekanntheit hat, überhaupt am Balkan insgesamt sehr bekannt ist. Ich begrüße Vedran, wir sind per Du, ich sage das gleich am Anfang, weil wir uns schon lange kennen. Ich begrüße Dr. Vedran Cic mit seinem Buch, das vor einem Monat die Öffentlichkeit erreicht hat, das Buch Ankommen, erschienen im Verlag Kremauer und Scheriau, in dem Vedran Cic sich mit seiner Vita auch auseinandersetzt. Ich beginne jetzt mit der offiziellen Vita. Vedran ist Senior Researcher am UiP und Lektor an der Universität Wien, Non-Resident Senior Fellow am Center for Transatlantic Relations, SAIS, Johns Hopkins University, Washington DC. Ich kann sagen, es ist eine der besten Universitäten der USA. Ich habe nämlich auch dort studiert, deswegen muss ich das sagen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Demokratietheorie und Demokratisierungsprozesse, europäische Integration, Konfliktforschung, Zivilgesellschaft und Protestbewegungen, Außenpolitik und Nationalismus. Und wie wir schon gesagt haben, sein regionaler Fokus liegt vor allen Dingen am Westbalkan, Ost- und Südosteuropa und auch den USA. Vedran Cic hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht und zeichnet sich aber auch durch sein zivilgesellschaftliches Engagement aus. Und ich glaube, aus diesem Spirit heraus ist auch dieses Buch entstanden. Vielleicht fange ich gleich einmal damit an, dass mir das Buch auch Hoffnung gemacht hat, was man in Zeiten wie diesen ja nicht so oft irgendwie bekommt. Und zwar nicht nur aufgrund dessen, dass du, lieber Vedran, dieses Buch publiziert hast, dieses sehr gute, sondern dass ich den Eindruck habe, dass es endlich soweit ist, dass es mehr Stimmen gibt, die aus eigenem Erleben erzählen, das Thema Migration und Flucht in dieser Generation, deiner Generation und der Generation, die etwas jünger ist und der Generation, die etwas älter ist. Mir fällt da auf die Jagoda Marinic, die auch dein Buch besprochen hat, der Sascha Stanišić, der natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise gefunden hat an dieses Thema, toxische Pommes, die sich damit auseinandergesetzt hat. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich fange einmal mit dieser Frage an. Hast du auch den Eindruck, dass es mehr, ich meine, wir kennen das aus der Musik schon länger, aber aus der Literatur, dass diese Stimmen jetzt mehr gehört werden? Danke, Herr Fritz, für die Frage. Danke an Bruno Kreisky Forum für die Einladung. Und danke Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben heute Abend, 19 Uhr. Montag, schön, dass Sie da sind und nicht woanders. Bevor ich auf die Frage komme, nur eine ganz kurze Skizze. Also Hoffnung, als ich 1995, 96 zu studieren begonnen habe an der Uni Wien, bin ich dann, glaube ich, im Frühjahr 97 das erste Mal ins Bruno Kreisky Forum gekommen. Und da konnte man den Bundeskanzler sehen, also das ist der sozialdemokratische Bundeskanzler, gab es schon länger nicht mehr. Aber man konnte, und ich konnte als junger Mann, also ich bin 93 nach Österreich gekommen, aus Bosnien-Herzegowina, und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, da
spielt sich was ab. Also da ist Politik, da ist jetzt Öffentlichkeit, da wird diskutiert, da kann ich mitmachen, da kann ich teilhaben. Und ich habe das natürlich in meinem Leben dann oft genossen, auch in diesem Forum und saß auf einem Panel. Und damit komme ich gleich zur Frage der Hoffnung. Also dieses Buch, das auch eine Lebensgeschichte erzählt, nicht aber um jetzt meine Lebensgeschichte als mustergültig oder was auch immer zu betrachten, sondern ganz einfach um zu sagen oder zu zeigen, dass es eben auch in dieser sogenannten Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund, Vordergrund, Obergrund, Untergrund, egal wie Sie das jetzt nehmen, dass es da auch politisches, gesellschaftliches, soziales Nachdenken gibt und dass man aus diesem etwas lernen kann. Dieses Buch hätte ich aber vor 15 oder 20 Jahren, aber auch vor 10 Jahren nicht schreiben wollen. Warum? Weil ich damals der Meinung war, dass in diesem Land noch viele Dinge, gerade in diesem Diskurs, möglich sind. Also dass es möglich ist, dass wir eine demokratische Gesellschaft gemeinsam schaffen, in der nicht ein großer Anteil der Menschen ausgeschlossen wird. Also wir haben jetzt eben gerade die Wahlen gehabt, mehr als 20-25% in ganz Österreich können gar nicht wählen, obwohl sie zum Teil hier in diesem Land auf die Welt gekommen sind. Und wenn sich das fortsetzt, zeigt die neueste Studie oder Projektion, dass bis 2040 40% der Menschen in Wien im wahlberechtigten Alter nicht zur Wahl gehen werden können, weil sie die Staatsbürgerschaft nicht besitzen. Und ich habe dann, als ich die Idee für das Buch entwickelt habe, schon also meinen prinzipiellen Optimismus und Zukunftsfreude auch zum Ausdruck bringen können. Das ist aber aus der Not geboren. Also ich habe gesehen, wie sich die Diskurse in diesem Land, also nicht erst seit gestern, aber in den letzten Jahren zunehmend, gerade in diesem Bereich, in meinen Augen nach rechts verschoben haben, wie aus den Menschen oder Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die hier mit uns leben, eben mit oder ohne Migrationshintergrund und Vordergrund Sündenböcke gemacht werden, also wie man aufgrund des Namens, der Herkunft stigmatisiert wird durch bestimmte politische Parteien und wollte dann auch gewissermaßen einen Gegenakzent setzen. Also wollte sagen, wollte mal kurz auch meine Lebensgeschichte erzählen, die aber nicht vordergründig wichtig war, sondern wollte ganz einfach auf bestimmte Dinge hinweisen, die notwendig sind, damit wir in Österreich auch in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren eine liberale, demokratische, offene Gesellschaft haben. Eine Gesellschaft, in der viele und die meisten in der Lage sind, teilzunehmen, sich einzubringen und diese Gesellschaft zu gestalten. Und so aus der Not gewissermaßen, weil ich sehe die Verkürzung dieser Räume. Also ich sehe die Verkürzung der demokratischen Räume, die hier stattfinden. Also dieser Hinweis mit dem Ausschluss der Menschen vom Wahlrecht ist ein Teil dieser Debatte. Der zweite Teil dieser Debatte könnte auch ein Blick in die österreichischen politischen Parteien sein. Also wenn Sie sich jetzt die Menschen, die Personen ansehen, die in den Nationalrat gewählt wurden, könnte man vielleicht nochmal gemeinsam machen, aber Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die nicht organische Österreicher sind, weiß und eben vielleicht katholisch, also gibt es eben sehr wenige, vielleicht an einer Hand oder vielleicht ein bisschen mehr als an einer Hand abzuzählen. Das heißt, auch die politischen Parteien haben den Öffnungsprozess hin zu einer Gesellschaft geschafft, also in der wir tatsächlich leben und wir leben in einer bunten oder wie ein Kollege aus Oxford sagt, super diversen Gesellschaft. Superdiversität ist ein Stichwort, wo sich in dieser Vielfalt, in dieser Pluralität auch die politischen Fragen, die gesellschaftlichen Fragen neu stellen und neu verhandelt werden müssen. Und diese Neuverhandlung, die wir benötigen, gerade auch in Zeiten wie diesen, muss unter Einschluss von möglichst vielen stattfinden, unter Verständnis der möglichst vielen, immer unter der Voraussetzung, dass eben all jene oder die ganz, ganz große Mehrheit jener, die nach Österreich kommen, auch bereit sind, die Verantwortung in dieser Gesellschaft zu übernehmen. Das heißt, die Menschen wollen handeln, die Menschen sind tätige Wesen, die Menschen sind auch, wie Hannah Arendt gesagt hat, zum Handeln im Sinne des Neuanfangs begabt und wollen auch diese Gesellschaft mitgestalten. Wenn das politisch dann verengt wird,
also das war meine Not, die mich auch zum Buch gebracht hat, müssen wir eben Stimmen erzeugen, müssen wir Räume suchen, Räume schaffen, damit diese Not überwunden wird und wieder zu einer Hoffnung wird, und zwar zu einer Hoffnung auf eine gemeinsame, plurale und diverse liberale, demokratische Gesellschaft in diesem Land. Fangen wir trotzdem dort an, wo es dich ganz persönlich betrifft, ja. Nämlich in Prijedor. So wie du das beschreibst, hattest du eine recht idyllische, typisch jugoslawische Kindheit mit einem typisch jugoslawischen Elternpaar auch. Und bist dann mit 16 Jahren aus Prijedor geflohen. Bitte erzähl uns ein bisschen, wie das dort war. Ich glaube, warum ich auch im Buch diesen Ausschnitt meines Lebenswegs erzählt habe, hat einen einfachen Grund. Also ich glaube, dass viele Menschen, und jetzt zwar nicht nur Migranten, Migrantinnen, Menschen, die flüchten müssen, sondern auch Menschen, die im Laufe ihres Lebens in Notsituationen geraten, die einschneidende Lebenserlebnisse gemacht haben, negativer Art, dass diese dann entweder sich zurückziehen, wenn sie nicht aufgenommen, umarmt werden von den anderen, wenn sie nicht empathisch begegnet werden, oder dass sie dann in der Lage sind, also wenn sie ein richtiges Umfeld vorfinden, dass sie dann in der Lage sind, tatsächlich auch diese Dinge nicht nur zu überwinden, sondern auch zu erzählen und das eigene Leben zu gestalten. Und also es gibt in meinem Leben einen schmerzhaften Punkt, einen Punkt, der das Leben in zwei Teile teilt gewissermaßen. Wenn man, so wie ich als 16-Jähriger, tagtäglich Angst hat oder Angst haben muss, ob man dann, ob der Vater im Konzentrationslager endet und ob mich dann die Granate trifft oder nicht trifft, die ein Nachbar irgendwie zufällig ein paar Mal von der Terrasse, vom Balkon auf uns Kinder runtergeworfen hat, dann ist es irgendwie in einem sehr jungen Alter, ist es ein Erlebnis oder ist es eine Zäsur, die mit einem Schlag mich, aber ich glaube, wäre für jeden gleich, zu einem nicht nur Erwachsenen, sondern zu einem alten Menschen macht. Also ich habe mit 16, 17, als ich dann nach 6 Monaten oder sogar mehr, also der Krieg begann im Mai und wir blieben noch bis Jänner, Mai 1992, wir blieben bis Jänner 1993 in Prijedor. Ich glaube, als ich dann als 16-Jähriger herauskam und als ich dann vor Treiskirchen, vor den Toren des Flüchtlingslagers Treiskirchen stand, 1993, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich schon irgendwie alt bin. Also alt, weil ich auch in diesen Kriegsjahren, also in diesen Kriegsmonaten, mich um die Eltern kümmern musste, also ob es jetzt Wasser schleppen war oder ob es dann irgendwie Versuch war, den Vater zu trösten und der Familie auszuhelfen oder auch dann später bei allen möglichen Tätigkeiten. Aber ich glaube, die Zäsuren, und das war für mich eine große Lebenszäsur, bringen auch etwas anderes mit, und zwar die aus der Angst und aus der Unsicherheit heraus doch wieder dann gleich im nächsten Schritt auch das Gefühl, dass man das eigene Leben gestalten möchte. Dass man langsam, Schritt für Schritt, Richtung der Öffnung und des Vertrauens in die Umgebung machen muss. Man verliert bei all extremen Ereignissen im Leben, man verliert das Urvertrauen in die Menschheit, in sich selbst, in das medizinische System, also wenn es um eine Krankheit geht und vieles, vieles mehr. Bei mir war es der Verlust des Vertrauens, des Urvertrauens in das Gute im Menschen. Sind die Menschen zum Guten begabt oder zum Guten geboren? Und ich hatte vergessen in diesen Monaten, dass es der Fall ist, weil ich wurde mit dem Bösen konfrontiert und eben zu wenig vom Guten beschenkt in diesen Wochen. Als ich dann nach Treiskirchen kam, das beschreibe ich auch im Buch, gab es ganz am Beginn, das beschreibe ich in einem der Kapitel, eine kleine Geste aus dem Flüchtlingslager Treiskirchen. Also wir kamen in einer Nacht an und wurden registriert. Da gibt es immer so eine Prozedur für die Aufnahme. Und uns wurde ein Zimmer zugewiesen. Also das waren so 8 Stockbetten. Oder 4 Stockbetten mit jeweils 2, also 8 Betten insgesamt. Und drinnen war eine iranische Familie, die vor uns offensichtlich den Asylantrag gestellt hatte. Und ich wollte sofort hinauf, weil ich habe noch nie ein Stockbett gehabt, habe mich da hingelegt
Abgesehen, dass es kein Poster gibt. Also es war wirklich nur eine Decke, so eine Militärdecke und kein Poster da. Und ich drehe mich um, ich sehe diesen iranischen Vater, also den vergesse ich bis heute nicht, wie er sein Poster genommen hat und mir gesagt hat, bitte, also auf Englisch konnte ich auch nicht so gut, er hat mir auf jeden Fall gedeutet, also nimm das, da kannst du dich jetzt einmal ausruhen. Und mit so kleinen Gesten, mit kleinen Gesten der Empathie, und ich glaube, das brauchen wir alle, und das brauchen alle Menschen, egal in welchen Lebenssituationen sie sich befinden, kommt dann die Fähigkeit zu diesem nächsten Schritt, zu diesem ersten Schritt nach der Angst, nach der Verunsicherung, nach dem Verlust des Urvertrauens. Und damit kommt die Hoffnung wieder. Damit kommt die Hoffnung, dass ein anderes, besseres Leben möglich ist. Und das setzt sich dann fort. Also bei mir hat sich das fortgesetzt in einem Gymnasium in Eisenstadt etc. etc. Aber das sind so, was mir wichtig ist, sind diese Brüche. Und dass die Brüche, die ich erlebt habe, glaube ich, durchaus in so vielen Fällen für so viele von uns verallgemeinbar sind. Also wir, egal jetzt so mit Migrationshintergrund, ohne, ob Arbeiterschicht, ob Angestellte, ob Menschen in den Dörfern oder in den Städten. Also viele von uns haben es im Laufe des Lebens mit Brüchen zu tun, also mit Zäsuren zu tun. Und da braucht es wirklich diese empathische Grundstimmung oder Grundhaltung erstens. Und zweitens, und wenn ich da noch ein Wort sagen darf, es braucht rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, um diesen Schritt setzen zu können. Und diejenigen unter Ihnen, die vielleicht schon etwas älter sind, wissen, dass es in den 90er Jahren, also aus eben dieser Kriege in Jugoslawien ausbrachen, dass es in etwa so viele Menschen waren wie 2015 und 2016, die zu uns gekommen sind. Das heißt, diese Migrations- und Asylpanik, die hier 2015, 2016 geherrscht hat, nach der Willkommensphase, ist durchaus vergleichbar mit den Zahlen aus den 90er Jahren. In den 90er Jahren hatten wir eine politische Konstellation, wo wirklich schnell gehandelt wurde. Also man hat den de facto Flüchtlingsstatus geschaffen. Also man hat die Länderbetreuung irgendwie aufgemacht, hat auch diese Menschen uns auch verteilt im ganzen Land, hat dafür gesorgt, dass man dann relativ gut ins sogenannte Fremdenrecht wechseln konnte und auch Arbeit bekommen konnte und vieles, vieles mehr. Das heißt, ich bringe da zwei Punkte zusammen. Die Grundempathie, die notwendig ist, auf der einen Seite die Willkommensbereitschaft und dann auf der anderen Seite natürlich die politische Gestaltung der Rahmenbedingungen für das, was ein Zusammenleben möglich macht. Ich muss sagen, das hat mich am Buch am meisten beschäftigt, das hat mir auch am meisten gefallen. Einerseits die Empathie, die du zum Ausdruck bringst, auch für andere Flüchtlinge, aber auch die Verquickung mit deinen geisteswissenschaftlichen Studien. Und vor allen Dingen merkt man, dass die Philosophie Hannah Arendts für dich sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Du zitierst gleich am Anfang den Essay von ihr, Wir Flüchtlinge. Und da habe ich mir gedacht, das ist total interessant, weil sie hat das ja eben auch als Flüchtling geschrieben, ist, wie man weiß, also über sehr abenteuerliche Wege nach New York gekommen und konnte dann sofort darüber reflektiert. Und es war ja eben auch wichtig sozusagen, dass nicht das eigene Leben jetzt sozusagen zu erzählen biografisch, sondern zu reflektieren darüber, was das bedeutet. Und du schreibst im Buch, das sei einer der wichtigsten Texte für dich geworden. Vielleicht kannst du darüber noch was sagen. Ich möchte aber noch einen zweiten Aspekt da bringen, nämlich auch das Vita Activa, das du auch vorher wieder angesprochen hast, sozusagen die Hoffnung als politische Handlungsmaxime auch. Das hat mich dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, ich hätte in meiner Jugend vielleicht weniger Marx und mehr Hannah Arendt lesen sollen, weil das wäre jetzt vielleicht hilfreicher. Es ist nie zu spät, alles Mögliche zu lesen. Nein, aber die erste Frage, also diese Schrift, also das ist eine kleine Schrift, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch kennen, also Wir Refugees, Wir Flüchtlinge aus dem Jahr 1943, unmittelbar oder recht bald nach der Flucht entstanden. Und tatsächlich nicht ein Versuch, jetzt ihr Leben zu erzählen, sondern auch sich die Frage zu stellen, was bedeutet das, wenn man die Heimat verlässt, egal wo sie war und wie sie ausgesehen hat, und in einem neuen Land, in einem fernen Land in dem Fall, in den USA, ankommt.
oder versucht anzukommen. Und sie hat natürlich, also für sie war das Schicksal der Jüdinnen und Juden eine zentrale Lebenslinie, die sich durchgezogen hat. Und was sie hier, also sie sagt vieles da, also stellt sich die Frage, wann und wie weit muss er sich anpassen, was erwartet man von der Gesellschaft. Sie sagt aber auch so ein, zwei entscheidende Dinge, die mich sehr bewegt haben. Einerseits sagt sie, dass eben alle Flüchtlinge hoffen, dass sie eines Tages nicht mehr Flüchtlinge sind. Also ich glaube, das ist ein Wunsch, dass man diesen Stempel, den man bekommt, ohne dass man sich ihn ausgesucht hat oder aussuchen konnte, dass man ihn ein wenig irgendwann ablegen kann, dass man dann wieder als ein unter Anführungsstrichen gleichwertiges, normales Wesen in einer, egal in welcher Umgebung, gesehen wird. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt für mich. Und der zweite Punkt, sie hat das dann in Ansätzen und auch gegen Ende, dass sie sagt, und das steckt hinter dem Titel, wir Flüchtlinge. Sie drückt mit diesem Titel auch aus, dass eben wir, egal ob in welcher Gesellschaft wir leben, in der Lage sein sollten, die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Umstände immer von den Schwächsten aus zu denken. Das heißt, sich in den anderen hineinzuversetzen, sich in die Lage zu versetzen, hineinzuhören, hineinzufühlen in die jeweils anderen, egal wer sie sind, und daraus auch eine, nicht nur eine Lebensmaxime abzuleiten, sondern eine politische Maxime abzuleiten. Und da sind wir, also mit einem Schlag könnte man jetzt auch diese Schrift und diesen starken Aufruf auch zur Empathie und zur Einfühlungsfähigkeit, könnte man auch in das heutige politische Österreich übersetzen. Wie stark sind die einzelnen politischen Lager bereit, tatsächlich die anderen auf der anderen Seite des politischen Zauns zu verstehen, sich hineinzufühlen? Wie stark ist man in der Lage, jetzt bei uns, die wir wohl privilegierte leben, also jetzt ich als Hochschullehrer, als Researcher, als Forscher, der reisen kann, der Sprachen spricht, wie gut ist man in der Lage, sich hineinzuversetzen in diejenigen, die während der Corona-Jahre dieses Land auf den Rücken getragen haben, gestemmt haben, also die Last, also in die Marginalisierten, in diejenigen, die Pakete zustellen, in diejenigen, die im medizinischen Dienst arbeiten, also die vielleicht irgendwie mit 1.500 Euro auskommen müssen. Also ich glaube, hier ist es ein allgemeiner Appell an eine sozial-, gesellschaftliche und politische Kraft der Empathie, die dann natürlich daraus kann man auch das gestalterische Potenzial der Politik dann ableiten. Und da sind wir auch bei dieser zweiten wichtigen Frage, Vita Activa, und diese starke Maxime, nicht nur von ihr, sondern von vielen anderen politischen Philosophen, dass eben der Mensch zum Handeln im Sinne des Neuanfangs begabt ist. Das heißt, dass man auch als Mensch in diesem Akt, also sie vergleicht das mit dem Akt der Geburt, und wenn ein neues Wesen in die Welt kommt, ist es ein Wunder und es entsteht was Neues. Und das lässt sich natürlich auf das politische Leben auch und das gesellschaftliche auch übertragen. Also wie und wann oder wo sind die Grenzen dessen, was man gestalten kann, und wo sind die Grenzen, wo wir uns selbst irgendwie etwas versperren und nicht in der Lage sind, wirklich dann tatsächlich zu handeln. Also jetzt nach der Wahl gibt es eine breite Depression in vielen progressiven Kreisen über das Wahlergebnis, auch zu Recht. Aber wenn wir jetzt die Hannah Arendt richtig verstehen würden, wäre jetzt ihr Appell, Mensch ist zum Handeln im Sinne des Neuanfangs begabt, und wir müssen an diesem Neuanfang arbeiten. Das heißt, wir brauchen wieder Strukturen, wir brauchen richtige politische Werkzeuge, wir brauchen die richtige Art und Weise, wie wir mit der Öffentlichkeit umgehen, und vieles, vieles mehr. Das heißt, das ist irgendwie so ein prinzipielles politisches Programm fast schon, das man hier ableiten kann, das für mich aber natürlich in meinem Flüchtlingsdasein damals auch ein Ermächtigungsprogramm war. Also diese Worte, und dass ich das erste Mal gelesen habe, während des Studiums im Jahr, also bei Eva Kreisky, also die sehr stark auch uns, Eva, die Hannah Arendt lesen hat lassen, das war für mich tatsächlich auch eine politische Ermächtigung gewissermaßen. Und in Zeiten von Krisen, von Dunkelheit, greife ich dann immer wieder doch auch zu den Werken, zu den Gedanken, die in der Lage sind zu ermächtigen, anstatt uns irgendwie politisch apathisch zu machen, gewissermaßen. Ja.
Ja, das ist in Zeiten wie diesen tatsächlich natürlich sehr wichtig. Ich würde gerne noch einmal einen Schritt zurück zu dieser zu dem Flüchtlingsdasein machen, weil du das auch thematisierst, auch über die Figur oder über deinen Vater. Und du zitierst da einen Roman von der Solmaz Korsan, den Untertan, wo sie schon beschreibt, dass es sozusagen die Notwendigkeit ist für den Flüchtling, um sich zu integrieren, die Mehrheitsgesellschaft oder die Aufnahmegesellschaft so gut wie möglich zu integrieren und zu kopieren. Und dass das natürlich auch einen Entfremdungseffekt hat. Ja. Bei Toxische Pommes wird das genauso beschrieben, im schönen Ausländerkind. Und mich hat diese Denkfigur der Mimikrie ein bisschen erinnert auch an dieses Buch, das du natürlich auch kennst, von Ivan Kraste, von Stephen Holmes, die das für ganze Gesellschaften beschreiben, nämlich für Osteuropa, Südosteuropa, den Aufholprozess, der dort versucht wird gegenüber dem Westen nach der Eingemeindung in die Europäische Union, wo da sozusagen ganze Gesellschaften versuchen, so zu sein wie die Vorbilder im Westen, und das aber zum Schluss sich als vollkommen hohle Übung herausstellt, weil man das nie kann. Man kann nicht so sein wie das andere, das man anstrebt. Wenn man nicht die eigene Identität findet, dann kann das sogar sehr gefährlich werden und sich total umdrehen. Und ich glaube, dieser Entfremdungsprozess, das kann etwas sehr Heikles sein. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das muss man dann in einem konkreten Kontext auch sich anschauen. Also ich glaube, Österreich als super diverse Einwanderungsgesellschaft hat im gesellschaftlichen Mainstream einen anderen Gedanken, der irgendwie wie eine zarte Pflanze oder eine starke Pflanze ständig gegossen wird und irgendwie auf die Spitze getrieben wird. Und das ist der Gedanke, dass es trotz der Superdiversität doch ein anderes, althergebrachtes, ursprüngliches Bild von einem Österreich gibt, also wo dann, keine Ahnung wann, im 19. Jahrhundert oder in der K&K-Monarchie oder keine Ahnung wann, aber das ist ja natürlich imaginiert, also es ist ein Zustand, der imaginiert wird, dass es dort und damals ein authentisches Österreich, ein Österreich, das uns gehörte, gab, wo wir unter uns waren und wo wir die Leitkultur mit T und nicht mit D, also nicht die Leit, sondern Leitkultur geteilt haben und brav, keine Ahnung, irgendwie Lieder gesungen haben oder wie auch immer. Und ich glaube, der gesellschaftliche Kontext jetzt gerade für diese Frage im Bereich der Integration und der Migrationspolitik, und da muss man natürlich sehr konkret sein, ist weiterhin ein sehr konservatives bis teilweise reaktionäres. Das heißt, man geht von einem gesellschaftlichen Bild des Durchschnitts Österreichs, der durchschnittlichen Österreicherin, das in weiten Teilen vielleicht der jüngsten Debatte über die Leitkultur, angestoßen durch die Österreichische Volkspartei, gut dazu passt. Also das sind wir, die wir Deutsch sprechen, die wir vielleicht früher ein bisschen brav in die Kirche gegangen sind, jetzt ein bisschen weniger, die wir klarerweise weiß sind, die wir wissen, also was das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist und wie eine Gemeinschaft, eine Ehegemeinschaft auszusehen hat, die wir Deutsch sprechen und schon immer gesprochen haben und wissen, wie das geschieht. Und ich glaube, in diesem Bild, also aus diesem Bild heraus, läuft jeglicher Integrationsprozess immer oder fast oft oder fast immer auf eine Assimilation hinaus. Das heißt, auch die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung spiegelt das wider. Also das heißt, man muss braver sein als der bravste Österreicher, weil eine Verwaltungsstrafe, wenn man 10 Kilometer schneller gefahren ist im Ortsgebiet, was in einigen Gemeinden, zum Beispiel in Eisenstadt im Burgenland, wo ich zu Hause war, fast schon ein Volkssport war. Also es gab niemanden im Bezirk Mattersburg, der nicht einmal 10, 15 Kilometer schneller gefahren ist. Also so eine Verwaltungsstrafe führt dazu, dass man keine Staatsbürgerschaft bekommen hat. Auch österreichische Leitkultur. In Kärnten diese Golftreffen, die es da gegeben hat, GTI oder sonstiges. Und natürlich, also wenn etwas als höchstes Gut, also eine gewisse Form von Leitkultur als höchstes Gut präsentiert wird und gewissermaßen als Springschnur, über die man dann irgendwie drüber hupfen muss und die ständig hochgehoben wird, also je besser du springst, desto höher wird es dann nochmal hinaufgestellt, dann kommst du nie an.
dann bist du auch, wenn du ankommst, bist du eine Ausnahme. Dann ist die Alma Sadic, okay, sie ist jetzt Justizministerin, aber Sie werden sich erinnern, als sie angelobt wurde, wurde sie monatelang oder fast jahrelang angefeindet von bestimmten Leuten, also mit dem Hinweis, du bist eine Muslimin, obwohl sie gar keine ist und du gehörst nicht dazu. Und das heißt, dieses Sortieren, also diese Sortiermaschinen, würde ich fast sagen, die sich aus einem althergebrachten und fast reaktionären Verständnis von Nation ergeben, die machen diesen Prozess des Ankommens schwierig. Also ich würde nicht sagen der Anpassung, weil Anpassung soll es nicht sein. Also wir haben eine Pluralität auch von Werten. Auch Österreicher und Österreicher, die schon seit 150 Jahren da leben, aber die sind schon alle gestorben, weil sie nicht so lange leben können. Aber es gibt ja auch eine Pluralität von Werten bei den sogenannten autochtonen Österreichern und Österreicherinnen. Also ob man jetzt irgendwie gern Schnitzel isst oder vegan isst, ob man eher für eine Ehegemeinschaft zwischen Mann und Frau oder für die LGBT-Community einsteht, ob man der Meinung ist, dass die Regenbogenparade gut oder schlecht ist oder ob man schnell oder langsam Auto fährt. Also ich tue es ein bisschen karikieren, aber ich habe dazu eine wirklich, finde ich, interessante Erfahrung gemacht. Es war der damals wirklich neu angelobte Staatssekretär Kurz, über den wir uns an sich gefreut haben, weil er begonnen hat, einen neuen Diskurs zur Integration zu etablieren, den ich schon auch ein bisschen kritisch gesehen habe, aber immerhin, es ging um Integration durch Leistung und er hat seine erste Rede im Parlament gehalten und da hat er auch über die neuen Österreicher gesprochen. Und dann hat er gesagt, es reicht aber nicht einfach die Staatsbürgerschaft zu haben, sondern man muss auch Herzensösterreicher sein. Mhm. Und da habe ich mir damals gedacht, also ob ich, für mich spielt zum Beispiel der 12. Februar 34 eine Rolle in der österreichischen Geschichte, für mich spielt 1938 eine Rolle in der österreichischen Geschichte, alle diese Dinge, die ich halt aus meiner politischen Sicht so sehe, ob ich ein Herzensösterreicher für den Herrn Kurz bin, das weiß ich nicht. Und da ist mir sehr unwohl geworden dabei, weil genau diese Latte dann gesetzt wird, die natürlich mit unserer Verfassung eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort. Also wenn wir in einem gesellschaftlichen Bereich politisch zu einer Beliebigkeit beim Aussortieren kommen. Also beliebig deswegen, weil natürlich auch jetzt die Grenzen, die von den Rechten oder Rechtsextremen gezogen werden, sind beliebige Grenzen. Keine Ahnung, die guten Serben und Serbinnen, die für die Freiheitlichen wählen, sind gut und die anderen, die nicht für die Freiheitlichen wählen, sind nicht gut oder was auch immer. Aber diese Beliebigkeit ist auch ein politisches Instrument, um Menschen auch nicht nur still zu halten, sondern auch denen die Stimme komplett wegzunehmen. Und das habe ich paradoxerweise, und ich habe dieses Buch auch meinem Vater gewidmet, das habe ich in meiner Familie selbst gehabt. Mein Vater, der vor einigen Jahren verstorben ist, war ein dunkelhäutiger, etwas kleinerer Mann als ich, der den Namen Abdullah trug. Das heißt, offensichtlich auf den ersten Blick, also es gibt keinen islamischen Namen als den. Die Mutter, paradoxerweise, die kommt aus einer ukrainischen Familie, die hieß Angelika. Das heißt, also Abdullah und Angelika, überhaupt das traumhafteste Paar, das man sich im ökumenischen Dialog vorstellen kann. Und beide waren aber Atheisten und Kommunisten, weil sie natürlich im Tito-Jugoslawien geworden sind und haben uns Kindern irgendwie Namen gegeben und gesagt, also uns immer gesagt, es gibt keinen Gott. Also müsst ihr euch schauen, also wie ihr euch zurechtfindet. Und jetzt dieser Vater, mein Vater, dunkel, mit einem anderen Namen, hat in diesem Land einfach keine Chance gehabt. Das heißt, er war von Beginn an bei jeder Begegnung mit Behörden, bei jedem Versuch oder bei jedem zweiten, dritten irgendwie Kontakt aufzunehmen, hat er das Gefühl gehabt, ich werde diskriminiert, ich werde nicht. Also mein Deutsch ist nicht gut genug, ich heiße Abdullah, ich bin schwarz, also dunkelhäutig und ich komme nicht an. Und sein Sohn, also der zufälligerweise blond und groß ist, hat beliebig aufgrund des Aussehens und aufgrund der Tatsache, dass ich recht schnell Deutsch gelernt habe und wie auch immer und ganz gut in der Schule war, ich konnte ankommen. Und das verweist nochmal auf die Frage, wie gestaltet man eben eine Gesellschaft oder wie gestaltet man einen bestimmten politischen Bereich, wie jetzt Integrations- und Migrationspolitik. Beliebigkeit kann nie zu einer politischen oder darf nicht zu einer politischen Kategorie werden. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Prozesse, wir brauchen alles, aber eben nicht die Beliebigkeit. Und die Beliebigkeit, um jetzt wirklich auch zum aktuellen Diskurs was zu sagen, mit der die Guten von den schlechten Migranten, Migrantinnen getrennt werden, mit der
darüber sinniert wird, wie man diejenigen, die vielleicht nicht Herzensösterreicher sind, vielleicht irgendwann remigriert und die anderen aber doch da belässt, weil sie sich gut angepasst haben. Also wie die toxische Bombe sagt, ich war ausgebrannt, also ich war bis zur Unkenntlichkeit angepasst, habe Leberkässemmel gegessen und war katholisch und habe, was weiß ich, was heißt, die besten Noten im Gymnasium gehabt und konnte alles machen, also war sogar Juristin, habe Jus abgeschlossen, ich bin aber noch immer nicht angekommen. Und das ist, also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale politische Botschaft, die, wenn sie nicht gehört wird, nur zu einer weiteren Vergiftung der politischen Diskurse führen. Und jegliche Form von Vergiftung hinterlässt Spuren. Also ich glaube, dessen muss man so wirklich bewusst sein. Also Dinge, Diskurse, Narrative, die in die Welt gesetzt werden, wenn sie vergiftet sind, hinterlassen Spuren und kommen dann irgendwann wie ein Bumerang auf uns zurück oder fliegen uns ins Gesicht. Ja. Du schreibst auch von einer neuen polarisierenden Großerzählung, um auf die negativen Entwicklungen zu sprechen zu kommen. Du zitierst unsere gemeinsame Freundin Tamara Ees, eine Politikwissenschaftlerin in Wien, die eine Definition hat, das Wir erfolgt nicht pluralistisch liberal, sondern ist von Ausschlüssen gekennzeichnet, die sich aus einer bestimmten Vorstellung davon ableiten, wie ein Deutscher oder Österreicher zu sein, auszusehen, sich oder sich zu verhalten habe. Ich glaube, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube aber wirklich, dass, um nochmal auf den Anfang auch zurückzukommen, Personen wie du, die davon erzählen, wie das Ankommen sich gestaltet, wie schwierig das ist, was man hier lernen kann, was andere hier lernen müssten, das ist, und so jemand wie die Alma Sadic, das ist natürlich extrem wichtig, um sozusagen dem auch etwas entgegenzuhalten und vor allen Dingen, um auch die Personen, die über das Staatsbürgerschaftsrecht zum Beispiel ausgeschlossen sind von einer politischen Mitbestimmung, auch zu politischen Subjekten zu machen. Mir scheint das eine ganz zentrale Fragestellung, dass wir ein positives Verhältnis zur politischen Ermächtigung der migrantischen Community auch finden, weil ich glaube, dass das dieser Entfremdung auch entgegenwirken kann, die du beschrieben hast. Ja. Ich glaube, das ist natürlich gerade jetzt in Zeiten wie diesen, unmittelbar nach der Wahl, wo wir wissen, dass auch das Migrationsthema mitentscheidend war bei der Entscheidung für eine der politischen Parteien, ist es natürlich schwer oder fast schon klingt fast schon real utopisch oder utopisch nahezu von einer Ermächtigung einer politischen Ermächtigung der Migranten und Migrantinnen zu sprechen, angesichts dieser Zahlen und angesichts des Narrativs, das sich irgendwie so mittlerweile festgesetzt hat. Aber ich glaube, was mir wichtig ist, vielleicht um nur einen abstrakteren Schritt noch zu machen, um nochmal dann auf deine Frage zurückzukommen. Also ich glaube, was ich auch mit diesem Buch sagen wollte, ist, dass jetzt die Folie der Integrations- und Migrationsfrage sehr stark auch eine demokratiepolitische Folie ist. Das heißt, hier sehen wir in diesem Bereich Tendenzen, Entwicklungen, die auf eine Form von Demokratiedämmerung hinweisen. Also es gibt ja ein neues Buch, das eben mit diesem Titel Demokratiedämmerung spielt. Also ich tendiere dazu, gar nicht jetzt pessimistisch zu sein und gar nicht jemand zu sein, der irgendwie schwarz malt. Aber ich als Politologe und als jemand, der aus Bosnien kommt und als Migrant und als Vater von zwei migrantischen Mädchen, die auch keine Staatsbürgerschaft haben, aber dem Papa immer sagen, also wir sind, Papa, wann fahren wir nach Hause? Also wenn wir irgendwo in Kroatien, in Bosnien sind, also weil Wien ihr Zuhause ist und sie haben ja kein anderes. Aus dieser Position heraus mache ich mir Sorgen um die allgemeinen demokratischen Verhältnisse in den westlichen Gesellschaften, aber auch in unserem Land. Und etwas, also was ich in meiner Beschäftigung auch mit Ex-Jugoslawien gesehen habe, und du hast auch das Buch von Ivan Krastev und von Stephen Holmes angesprochen, Das Licht, das erlosch, glaube ich, ist der genaue Titel auf Deutsch, The Light That Failed,
das, was in ost- und südosteuropäischen Gesellschaften als Nachahmungsleistung geleistet wurde in diesem Prozess der Demokratisierung, der Transition, um eben so zu werden, wie es der Westen ist, ist dann irgendwann wie ein Boomerang wieder zurückgekommen. Siehe Ungarn, siehe Polen oder siehe das Land, aus dem auch meine Frau kommt, Serbien. Also Serbien hat auch 2000 den Weg der EU-Integration eingeschlagen, Weg Richtung Demokratie, und befindet sich heute in einem autoritären Dämmerzustand als Gesellschaft, genauso wie es Ungarn tut. Und ich habe an diesen Beispielen, die ich sehr genau studiert habe, gesehen, wie diese Autokratisierungsprozesse ablaufen. Sie fangen oder beginnen meistens auch mit einer populistischen Grundmessage, gewissermaßen eine Nachricht, und zwar: Es gibt welche, die wichtiger und wertvoller sind als die anderen. Also das ist ein Kernsatz des Populismus. Also es gibt da die Eliten, die sind schlecht, wir sind besser, wir sind das Volk. Und dann innerhalb des Volkes gibt es die guten Ungarinnen und schlechten Ungarinnen, gute Serben und Serbinnen, schlechte Serben, Serbinnen, je nachdem, auf welcher Seite der politischen Landschaft sie sich befinden. Was dann kommt, kommt langsam etwas, was bei uns auch schon vorhanden ist, das Nachdenken darüber, wie man und ob man Grund- und Menschenrechte und den Rechtsstaat vielleicht doch ein bisschen in Frage stellt. Also wir haben ja diese leidliche Debatte gehabt über die Frage, ob die Europäische Menschenrechtskonvention vielleicht doch etwas ist, wo man nachdenken muss, ob man das vielleicht anpassen sollte, und zwar nicht nur von den Freiheitlichen, sondern auch von der Österreichischen Volkspartei. Wir haben auch mit diesem Konzept der Remigration jetzt eigentlich einen offenen Aufruf zum Aufstand gegen die Grund- und Menschenrechte, die verbrieft sind in der österreichischen Verfassung. Und wir haben auch gesehen, also wie schrittweise über den Druck auf die Medien, auf den Rechtsstaat, diese Umfärbung hin zu einer illiberalen oder autokratisierenden, sich autokratisierenden Gesellschaft dann irgendwie erfolgen kann. Und ich sehe schon durchaus auch Parallelen, ohne dass ich jetzt irgendwie wirklich dann den Teufel an die Wand malen möchte, aber die Art und Weise, wie die Debatten auch in Österreich teilweise geführt werden und wie Ausschlussmechanismen aufgebaut werden, wie jenseits des Faktischen argumentiert wird und wie irgendwie ein Weg bereitet wird für eine meiner Meinung nach auch illiberale Umfärbung der Gesellschaft, ist etwas, was man dann allgemein diskutieren kann, aber auch runterbrechen kann auf die Ebene der einzelnen Individuen, die dann damit betroffen werden. Und das ist etwas, also was für mich dann jetzt als Politologen mehr sehr besorgniserregend ist und wo man sich dann die Frage stellen muss, wie man damit umgeht politisch. Und? Wie geht man damit um politisch? Wir brauchen eine. Also das ist die gerade jetzt im Bruno Kreisky Forum, wo wir durch den ehemaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky eine ganze Reihe von Antworten gehabt haben auf die brennenden Fragen der 70er Jahre, ob es jetzt irgendwie die Öffnung der Bildungseinrichtungen, ob es der Ausbau des Sozialstaates ist, ob es im außenpolitischen Bereich die Öffnung dieses Landes als einen Aktivposten in der internationalen Politik war. Also wir haben damals Antworten gefunden, aber die Wundertüte Bruno Kreisky auch in der Sozialdemokratie oder wie auch immer, das ist nicht etwas, was automatisch funktioniert. Also ich glaube, wir brauchen, also ich habe kein Rezept. Also wenn ich jetzt ein Rezept hätte, dann, das ist ja fast schon eine Millionenshow-Frage. Also dann hätte ich eine Million, obwohl ich die nicht haben will. Aber da, ich glaube, was wir schon brauchen, wir brauchen auf jeden Fall ein Wachsamsein in Bezug auf das, was so nebenbei irgendwie geschieht, wovon wir glauben, auf der noch immer Insel der Seligen, würde ich behaupten, dass das irgendwie vorübergeht. Also das, zum Beispiel Haider, das war schon 2000, das haben wir geschafft, also der ist irgendwie weg. H.C. Strache ist dann nach Ibiza und hat sich dort selbst irgendwie, weil er nicht schwimmen konnte oder wie auch immer. Und jetzt, so ist 30 Jahre später auch nochmal funktioniert. Also ich glaube, wir brauchen eine gewisse Form von Wachsamkeit politisch, dass sich die Dinge nicht automatisch aus der Welt selbst schaffen. Und was heißt das? Das heißt, glaube ich, dass wir auch eine breite Mobilisierung bräuchten, ob jetzt zivilgesellschaftlich, ob akademisch, ob politisch, aber zugleich auch doch den Blick auf die Fragen und die Motive, die dazu führen, dass bestimmte Leute dann
eben diesen demokratisch problematischen Parteien auch die Stimmen geben. Und das, also das braucht wieder Mut. Egal jetzt, welche Koalition zustande kommt, wenn es jetzt um diese Einwanderungs-Migrationsfrage geht, müsste aus meiner Sicht was Mutiges, Starkes her. Ich bezweifle, dass es kommen wird, aber es müsste eine mutige Reform des Staatsbürgerschaftsrechts zustande kommen. Es müsste eine mutige Bildungsreform zustande kommen, wo man vielleicht noch einmal nachdenkt, ob man nach 4 Schuljahren junge Kinder klassifiziert und irgendwie selektiert, ob man nicht mehr Zeit braucht, um dann auch wirklich Deutschförderung zu machen am Beginn, den jungen Kindern, also die jetzt aus Familien nach zu einer Österreich kommen, die Möglichkeiten, die Chancen zu geben, ob wir da mehr investieren wollen oder sollen. Es bräuchte wahrscheinlich auch im Bereich der Arbeit mit männlichen Jugendlichen, von denen sich viele abgehängt fühlen. Also ich kenne auch einige aus dem bosnischen Background, obwohl Bosnier und Bosnierinnen ein sehr starkes Österreich-Bewusstsein haben und allgemein als gut integriert, also gut integriert, vielleicht im Sinne von kurz oder wie auch immer gelten, aber das Österreich-Bewusstsein bei Bosnierinnen und Bosnierinnen ist bei 85%. Das heißt, wenn man sie fragt, was seid ihr, dann sagen die, wir sind Österreicher. Und sie sind nicht mehr Bosnier, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich glaube, gerade da jetzt in der Frage bräuchte es dann auch nochmal eben die Hinwendung zu dieser Frage bei den jungen Männern. Also da war ich jetzt, warum sind sie jetzt auf einmal vielleicht irgendwie abgebogen, dass wir tatsächlich auch in einem kleinen Teil der bosnisch-muslimischen Community auch Extremismus-Tendenzen haben und dass wir, und da habe ich auch ein bisschen was dazu gearbeitet, auch Radikalisierung hier stattfindet. Und anstatt jetzt irgendwie wieder mit also die Islamisten, Teufelswerk und wie auch immer, wir müssen uns davor die Frage stellen, also wie wir mit sinnvollen Deradikalisierungsprogrammen, mit sinnvollen Programmen für die Jugendlichen ein Angebot für diese Menschen schaffen und versuchen, sie zu inkludieren, weil die sind nicht per se, die kommen nicht per se hierher, einige vielleicht schon, aber die meisten und die ganz große Mehrheit kommt nicht per se nach Österreich, um jetzt dieser Gesellschaft Leid zuzufügen. Und ich glaube, mutiges Programm, ob Mut heute im Jahr 2024 Mut und österreichische politische Landschaft zusammenpassen, als semantische Paarbeziehung, das wage ich vielleicht irgendwie doch ein bisschen zu bezweifeln, aber als jemand, der doch immer wieder eben im Sinne von Hannah Arendt an die Möglichkeit des Neuanfangs denkt, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht doch eine Koalition jetzt irgendwie beginnt, ein paar Fragen anzupacken. Das werden wir brauchen. Sonst drehen wir Schleifen, also drehen wir uns im Kreis und dann enden wir oder wachen wir auf einmal in einem kalten Österreich, wo es nicht nur Migranten, Migrantinnen schlecht geht, weil sie zu Bürgern und Mitbürgerinnen und Bürgern zweiter Klasse erklärt werden, sondern vielen anderen, die nach dem Prinzip der Beliebigkeit aussortiert werden. Ob das jetzt irgendwie, wir haben gerade diskutiert, Hälfte und ich, also 75% der Arbeiterinnen schafft heute, ist migrantisch. Etwa 75%. Oder auch eben Menschen, die aus unterschiedlichen Notlagen auch jetzt nach der Covid-Pandemie durch Long-Covid irgendwie aus der Gesellschaft herausgefallen sind und vieles, vieles mehr. Altersarmut, Kinderarmut und vieles, vieles mehr. Also als Atheist oder Agnostiker kann ich nicht beten. Das hilft nicht sehr viel, aber das, was, glaube ich, jede und jeder von uns machen kann, in unserem eigenen Umfeld tatsächlich auch tätig zu sein, also wieder aktiver im politischen und gesellschaftlichen Sinne, also so wie du das auch mit dieser Gesprächsreihe machst. Vielen Dank. Ich nehme das noch nicht als Schlusswort, sondern habe noch eine konkrete Frage an dich. Ich verrate kein wirkliches Geheimnis, glaube ich, dass du Profi-Basketballer warst. Und ich habe das immer, weil ich selber nicht so sportlich bin, als Phrase empfunden, dass Sport tatsächlich auch eine Integrationsleistung auf beiden Seiten sozusagen wirklich fördern kann. Deinem Buch entnehme ich, dass das bei dir tatsächlich so war. Und ich habe mir jetzt überlegt, gerade eben, vielleicht stimmt das auch, dass das natürlich
Da geht es eben nicht um Mimikry beim Sport, sondern da ist man halt entweder Sportler oder man ist keiner. Ist das Geheimnis dieser Geschichte, dass man nicht einem Ideal nachahmt, das irgendwer anderer hat, sondern man ist selber sozusagen... Ich glaube, Mimikry im Sport, also nicht immer beim Tony Poster, der immer irgendwie so ein bisschen in der Mitte gestanden ist und gewartet hat, bis der Ball irgendwie ihm zugeschubst wird, dann hat er doch das Tor geschossen. Also das war auch keine Mimikry, weil der hat wirklich die Tore geschossen, unser Tony Poster als Nationalfigur. Aber Sport in der Tat, also für mich, als ich mit 16 nach Heisenstadt kam, ich kam in eine wunderbare Klassengemeinschaft und ich war einziges Flüchtlingskind in der Klasse, das muss ich natürlich auch gleich dazu sagen, aber die Klasse, die 7B, also meine 7B, das war für mich ein Glücksfall oder vielleicht die beste Klasse, die ich mir vorstellen konnte. Also die haben dann später bei der Matura-Reise das Geld gesammelt für mich und ich konnte dann 2 Wochen auf Korfu als Jugendlicher, 18-Jähriger endlich mal, das erste Mal fliegen, also mein CO2-Abdruck also war sehr gering bis zu dem Zeitpunkt und ich konnte dann die 2 Wochen genießen, aber Sport, also mein Sportlehrer hat gleich nach der ersten Turneinheit gesagt, was ist da los, wieso kannst du so gut spielen? Weil ich habe mein ganzes Leben Basketball gespielt, nahm mich in den Verein mit. Im Verein geht es tatsächlich, also wie du sagst, es geht nicht so ganz im Sinne von Sebastian Kurz, aber es geht um Leistung, da muss man was zeigen. Aber was dahinter steckt, ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip, das ich auch im Buch beschreibe. Es geht um die Sichtbarkeit, um die Anerkennung. Und auch in dieser Integrations-Migrationsdebatte, aber insgesamt in gesellschaftlichen Debatten, ist jede Form der Unsichtbarkeit politisch verhängnisvoll. Also wenn Menschen unsichtbar werden, wenn sie nicht anerkannt werden, wenn sie nicht Orte und Plätze haben, also wo man sie wirklich auch dann sieht, dann werden sie, also entweder werden sie politisch marginalisiert oder nehmen sich selbst aus dem politischen Leben heraus. Für mich war Basketball die Sichtbarkeit und auch die Anerkennung, die sich dann später übertragen konnte, auch in andere Bereiche. Aber es gibt, also ich glaube in dieser ganzen Debatte, das ist wichtig, um vielleicht das auch noch zu sagen, es gibt hier keine Wundermittel und keine Zauberstäbe, also gesellschaftliche und soziale und politische Fragen sind keine Harry Potter Fragen, sondern das sind Fragen wirklich, wo man eher das geduldige Bohren von dicken Brettern braucht, um zum Ergebnis zu kommen, und das sind tatsächlich dann auch wirklich Prozesse, das sind Debatten. Das ist die Frage, wie die Institutionen mit Fragen umgehen, wie man Akzente politisch setzt, wie man Fragen wirklich auch bearbeitet und nicht irgendwie so geschehen lässt. Ja. Dafür brauchen wir Geisteswissenschaftler wie dich, die ihren Geist für uns öffnen, aber auch ihr Herz für uns öffnen. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Vielen Dank für den heutigen Abend. Dankeschön. Danke dir.